Willkommen zurück, meine kleinen Götter, hier auf meinem Kanal Zeus Arts Illustration. Ich bin Christopher und ich habe das Social Media Game verloren. Social Media, ein Segen und ein Fluch zugleich. Doch für mich war es in letzter Zeit eher ein Fluch als alles andere. Und genau deshalb habe ich mich entschieden, mich etwas aus dem Spiel zurückzuziehen. Weniger Posts, weniger Engagement und vor allem weniger Kanäle. Ich habe mein Blue Sky gelöscht, mein Twitter, mein Threads, mein Etsy und ich werde auch nicht auf Kara umsteigen. Social Media heißt für mich vor allem Druck. Druck zu posten, Druck was Neues zu machen, Druck tagtäglich eine Story hochzuladen und dabei irgendwie das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Da draußen gibt es so viele schöne Dinge zu erleben. Natur, Menschen, neue Erfahrungen, gemeinsame tolle Erlebnisse, dieses wundervolle Wesen hier und. Dabei kommt mir dieser Druck, den man sich neben den sehr seltsamen Algorithmen ehrlicherweise auch selbst auferlegt, nur in die Quere. Und das Wesentliche gerät dabei in Vergessenheit. Die Lust am Zeichnen, am Malen, andere Hobbys, denen man gerne mal nachgeht und vielleicht sogar am Leben selbst. Und das Zeichnen, wenn ich mal ehrlich bin, ist nicht das Einzige, was mich ausmacht. Denn ich spiele und bastle leidenschaftlich gerne Warhammer-Figuren. Schon seit der 8. Klasse, und das ist nun schon einige Jahre her, begeistert mich das Hobby einfach. Man trifft dabei auf viele neue Gleichgesinnte, lernt neue Techniken und wird stetig ein wenig besser im Malen. Und auch im Spielen, wenn man öfter mal spielen würde. Dazu kommt, dass ich Musik liebe. Ich liebe Songs zu schreiben und mit meiner Band auf der Bühne zu stehen und mit vielen anderen einfach einen richtig tollen Abend zu verbringen. Und natürlich auch Videos drehen und bearbeiten. Auch wenn ich das in letzter Zeit eher weniger gemacht habe, leider. Doch über all dem schwebt immer dieser stetig wachsende Schatten der Social Media Plattform. Du musst täglich posten, Stories hochladen, liken, kommentieren, teilen, auf der App sein, deine Seele anbieten, dein letztes Hemd verkaufen. Und je länger ich auf so einer App bin und je mehr ich diese Genialität all der professionellen anderen Künstler betrachte, desto kleiner wird mein eigenes Selbstbewusstsein meiner Werke gegenüber. Es überwältigt einen. Es überwältigt mich. Wie können diese Menschen jeden Tag so viel raushauen? Und wie ich vielleicht, was ich vielleicht in 2 Monaten schaffe? Wenn überhaupt. Also, warum sind gefühlt alle so viel besser als man selber? Wieso? Weshalb? Was ist falsch an meiner Arbeit? Schluss. Und es ist okay. Ich möchte mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Und ich möchte endlich meinen ersten Manga fertig bekommen. Ich werde nicht mehr dem Traum nachjagen, mit meinen Hobbys irgendwann bekannter zu werden, da ich eh nicht mehr diese Massen an neuen Followern auf meinen Kanälen für meine Sache begeistern kann, da eh alle übersättigt sind und der Zug für mich da sowieso schon abgefahren ist. Und scheinbar habe ich entweder nicht das Zeug dazu oder mein Stil und die Qualität meiner Sachen reichen einfach nicht aus. Und es ist okay. Ich werde wieder Spaß am Manga zeichnen haben, meinen ersten Band fertig bekommen, wenn ich soweit bin. Und ich werde mal wieder Aquarell malen, wenn ich dazu Lust habe. Ich werde Videos auf YouTube hochladen, wenn ich Zeit und Ideen habe. Ich werde Dinge posten, wenn ich es möchte und was ich möchte, nicht um dem Algorithmus zu gefallen. Ich werde wieder Spaß auf Conventions haben und dort viele neue Leute kennenlernen. Also scheiß drauf. Es ist okay. Ich mache mir keinen Druck mehr. Und das musst du auch nicht. Und wem es bereits aufgefallen ist, ich werde in Zukunft auch nicht mehr auf Englisch meine Videos produzieren, sondern nur noch auf Deutsch. Denn dieses ganze Übersetzen, das ist einfach zu viel Arbeit. Und mein Zielpublikum sitzt halt einfach nicht woanders. Deshalb die zukünftigen Videos alle auf Deutsch. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.